Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Manche kommen nur zu Gott, wenn sie eine Not haben, wenn sie was brauchen. Oh Gott, wenn es dich gibt. Es ist viel einfacher, wenn ich in einer Gemeinschaft sage, Gott, du weißt jetzt genau, was ich brauche. Sieben Wahrheiten für Heilung. Die erste ist, es ist ein geistiger Kampf. Du sagst, ja, jetzt habe ich mich so gefreut, darüber zu hören, wie das alles so ganz einfach funktioniert. Und jetzt ist es ein Kampf. Ein geistiger Kampf. Es heißt in Epheser 6, Vers 12 bis 18, ich tue nur ein Stück rausgreifen, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten. Ja, nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten und Gewalten. Wer weiß, dass es auch eine unsichtbare geistliche Welt gibt? Wer weiß auch, dass diese Welt sehr einflussreich auf unser Leben ist? Und die gibt's im Bösen und auch im Guten. Stimmt's? Du kämpfst gegen einen unsichtbaren Feind, der dich vernichten will. Ein unsichtbarer Feind, der dich vernichten will. Wenn jetzt jemand vor dir steht mit allem Möglichen und sagt, ich will dich jetzt umbringen, dann wehrst du dich und schaust, du versteckst dich. Es ist aber vor dir ein unsichtbarer Feind, wie er in der geistlichen Welt vorkommt, der unsichtbare Feind, ja, ach, jetzt tut's aber so weh, ich kann es fast nicht mehr, und der Druck und so weiter. Und ich sage dir, da gibt es wirklich in der Bibel eine Lösung. Es heißt nicht, dass Jesus alles vollbracht hat, das heißt es schon, aber dass dann alles gut ist, sondern es heißt in der Bibel, 1. Petrus 5, Vers 8 beginnen, seid nüchtern und wachet. Wachet, nicht lass alles über dir ergehen. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Das heißt nicht, Gott macht alles gut, sondern dem widersteht fest im Glauben. Jetzt habt ihr gedacht, dass ihr alles abholen könnt heute, jetzt gibt's Arbeit. Gell? Dem widersteht fest im Glauben. Wachet heißt hier und der Feind wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Was hilft dir dabei? Und du bist nicht so einfach ausgeliefert. Nein, was hilft dir dabei? Es hilft dir die Waffenrüstung, die wir in Epheser 6 finden. Ich möchte sie nicht ganz vorlesen, aber mal kurz im Zeitraffer das durchgehen. Ja, die völlige Waffenrüstung, es ist der Helm des Heils. Unser Kopf, dass der beschützt wird, wenn wir schutzlos rumgehen, was fliegt uns doch in dieser Welt alles um die Ohren an Informationen, die schädlich sind für uns? Ja, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, ihr Lieben, Gerechtigkeit kennt man in unseren Umkreis, in unserer Welt kennt man Gerechtigkeit nicht mehr groß, sondern der, wo laut brüllt, sagt heute das und morgen was anderes, und gerecht geht's ja hier nicht mehr zu in dieser Welt oder auf dieser Welt. Den Gürtel der Wahrheit. Wahrheit, ich habe letzten Sonntag über Wahrheit gesprochen, über Wahrheit. Die Wahrheit ist die, die uns frei macht. Wahrheit macht frei. Und das ist eine wunderbare Sache, den Gürtel der Wahrheit, das Schwert, die Bibel und die Stiefel der Bereitschaft. Ja,
mein Gott, ich will mit dir vorwärts gehen. Sind vielleicht deine Stiefel irgendwo in deinem geistigen Schuhschrank und sagst, irgendwie wird schon alles recht. Nein, wir sollen da was tun. Wenn Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Wie es in der Bibel auch heißt, wir haben die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das heißt nicht, dass du jetzt in die Wüste musst und Schlangen und Skorpione suchen, sondern es ist alles, was dir entgegensteht, hast du die Kraft und die Macht, wenn du ein Kind Gottes bist, dem zu widerstehen im Namen Jesu. Und das müssen wir praktizieren, nicht einfach nur sagen, huch, ist das alles so arg schlimm. Ja, wir wollen weitergehen zur nächsten Wahrheit. Symptome sind nicht immer die Krankheit. Symptome sind nicht die Krankheit. Wisst ihr, Symptome? Ja, mir tut ein Kopf weh. Bei meiner Schwägerin war das auch so und die hatte Krebs und innerhalb 4 Wochen war sie tot. Deine Symptome können vielleicht auch Schlaflosigkeit bedeuten, dass du zu wenig geschlafen hast. Die Symptome können alles Mögliche sein. Symptome sind nicht gleich die Krankheit. Und drum, wenn wir irgendwelche Symptome haben, lass dir vom Teufel nicht einreden. Ein Beispiel, das ist genau das, was du schon mal erlebt hast und so weiter. Kläre es ab mit dem Arzt, kläre es ab. Und manchmal, ich war auch schon ein paar Mal in MRT, weil ja, mit dem Rücken und mit dem Kopf und so weiter. Und wenn du da rauskommst und der Arzt sagt dir, also ich sehe nichts Schlimmes und so, dann sind die ganzen Symptome nicht mehr schlimm, stimmt's? Dann sagst du, ah ja, Kopfweh, ja gut, also vielleicht sollte ich mal mehr schlafen oder sollte ich mal das oder jenes machen. Ich sag dir, aber der Feind nutzt die Symptome, dich zu ärgern und dich schwach zu machen. Wenn wir auf unsere Symptome konzentriert sind, zweifeln wir an unserer Heilung. Und ihr Lieben, in der Bibel heißt es, Satan ist der Vater der Lügen, in Johannes 8,44. Und Symptome, wie ich es gerade gesagt habe, sind nicht immer die Wahrheit. Aber der Feind möchte dir einflößen. Ja, so und der hat es und jener hat es so erlebt. Wenn Symptome da sind, ich sage dir, ist auch die Wahrheit, durch seine Wunden darf ich heil sein. Bin ich geheilt. Amen. Das steht in der Bibel, durch seine Striemen. Ich darf glauben. Das heißt nicht, dass du nicht zum Arzt darfst. Geh nur zum Arzt und lass abklären. Wir bevollmächtigen mit unserem Glauben oder mit unserem Reden, bevollmächtigen wir immer das, wo wir drüber einstimmen, wo wir Übereinstimmung haben. Darum ist es wichtig, dass wir nicht immer gleich aus Erfahrungen und aus Ratgeber und so weiter irgendwelche Dinge, ich habe oder kennt ihr das, es ist Winter, du hustest zweimal, ich glaube, ich kriege eine Erkältung. In der Bibel steht, nach deinem Glauben soll es dir geschehen. Das ist zwar ein bisschen lustig, aber im Prinzip ist es das, was bekennen wir. Wir dürfen wirklich binden und lösen, so heißt es im Wort Gottes. Wir dürfen auch der Krankheit gebieten. Das heißt nicht, dass wenn es erwiesen ist, dass du Krebs hast oder irgendwelchen Gallenstein, dass du sagst, ich habe keinen Gallenstein, ich habe keinen Krebs. Nein, das ist dann, wenn es Tatsache ist, erwiesen, aber dann ist es noch nicht die letzte Sekunde deines Lebens, die bestimmt nämlich Gott. Und wir haben so viele Heilungen, wo Menschen geheilt wurden von unheilbaren Krankheiten, haben aber auch wirklich schmerzlich Menschen verloren, wo wir gesagt haben, Herr, wir hätten es dir zugetraut, dass du der oder die heilst. Und ihr Lieben, wir sind nicht allwissend, wir sind nicht allmächtig. Gott ist allmächtig und er hat alles in der Hand. Das heißt aber nicht, dass wir nicht glauben dürfen für Heilung bis zur letzten Sekunde unseres Lebens. Gebe Satan nicht die Erlaubnis, seine Lügen in deinem Leben groß zu machen. Wisst ihr, gib da Satan nicht die Erlaubnis. Manche Heilungen
sind augenblicklich, manches geht länger. Dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und ich sage dir, sei da auch wirklich wachsam über diesem Tempel. Bemühe dich, einen Lebensstil mit Gottes heiliger Kraft zu leben. Einen Lebensstil mit Gott. Manche kommen nur zu Gott, wenn sie eine Not haben, wenn sie was brauchen. Oh Gott, wenn es dich gibt. Es ist viel einfacher, wenn ich in einer Gemeinschaft sage, Gott, du weißt jetzt genau, was ich brauche. Kommen wir zu der dritten Wahrheit, Gottes Verheißungen in der Bibel. Das Wort Gottes, von Gott geschrieben, ist mächtig, war und es gilt uneingeschränkt für dich. Die Verheißungen bauen unseren Glauben auf. Die Bibel ist voll von Versprechen, dich zu heilen. Und ich möchte jetzt nur mal, ohne was drüber groß zu sagen, ein paar Versprechen Gottes dir vorlesen. Psalm 107, 20. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. 2. Mose 15, 26. Denn ich bin der Gott, der dich heilt. Jesaja 53, 3. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Matthäus 8, Vers 17. Er selbst nahm unsere Gebrechen und trug unsere Krankheit. 1. Petrus 2, Vers 24. Durch dessen Wunden du geheilt wurdest. Es gibt noch viele, viele andere Bibelverse und mittlerweile ist ja Google eine gute Konkordanz, wenn du eingibst Bibelverse über Verheißungen für Heilung, kriegst du eine ganze Latte gezeigt oder geh auf eine Webseite, die das aufgelistet hat. Ich sag dir, es ist wichtig, dass wir solche Verse kennen. Gottes Verheißungen in der Bibel sind wahr. Und wenn wir diese Wahrheit nicht annehmen, dann müssen wir die Bibel auseinandernehmen, was heutzutage auch viele tun. Aber dann fehlt auch die Kraft und auch die Manifestation, das, was passiert. Kommen wir zu Nummer 4. Heilung aus der Beziehung mit Gott. Ich sage euch, das, was ich in der letzten Zeit immer mehr praktiziere, eine Beziehung mit Gott zu haben. Eine ständige Beziehung, nicht eine Sonntagsbeziehung, nicht eine Herr heile mich Beziehung oder Herr segne mich Beziehung, sondern wirklich nicht nur sagen, ich bin ein Kind Gottes, sondern ich lebe mit meinem Gott. Und ich sitze als morgens, manchmal stehe ich sogar noch ein Stückchen früher auf, in meinem Stuhl, meine Frau hat mir so einen bequemen Stuhl gekauft, also nicht so einer fürs Alter, wo du sagst, naja, in dem Alter braucht er das, nein, sondern wirklich einen bequemen Stuhl und da lasse ich wirklich Gott zu mir reden und das tut so gut. Ich sag dir, ich kann es dir nur empfehlen, eine Beziehung mit Gott ist sowas Herrliches. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, lernen wir seine Stimme kennen und auch hören oder wissen, was seine Stimme ist und wir können hören. So viele Christen sagen, ich kann nicht Gott hören, ich habe nicht die Gabe des Hörens. Es gibt nicht in der Form eine Gabe des Hörens, sondern es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, alle Christen sollten das können. Ein suchendes Gebet auch, oh Herr, rede jetzt zu mir, offenbare du mir, ist die Möglichkeit von Gott zu hören und die Gegenwart, in die Gegenwart des Vaters einzutreten. Es ist etwas anderes, ob ich auf Heilung warte oder ob ich vor Gott verweile. Wir hatten hier mal einen Tag eingeladen für einen Sonntag, wo wir für Heilungen beten und da kam jemand zu mir, ich weiß noch ganz genau hinten und sagt, Daniel, wann sind die Heilungen heute dran? Dann, ja, er muss heim, er kommt von weit her. Dann sage ich, also wir planen nicht Heilungen, sondern wir leben in der Heilungskraft und der Heiler Jesus ist im
Gottesdienst auch da und wir erwarten. Ja, er muss heim, er kommt eigentlich nur für die Heilung und er kommt von weit her. Dann habe ich gefragt, wo er herkommt. Er kam aus Bruchsal. Für diejenigen, die nicht wissen, das sind 40 Kilometer von hier. Also, aber das ist nicht ein Leben mit Christus, sondern das ist ein Herr, gib, wenn du schon bereitgestellt hast, gib und ich gebe dir vielleicht auch eine Spende, wenn es funktioniert. Und so funktioniert es aber nicht. Du sollst seine Stimme hören. Matthäus 14, Vers 23 heißt es, Jesus ging oft allein auf den Berg, um zu beten. Und wisst ihr, das ist ein Beten nicht aus der Pflicht heraus, ich muss jetzt beten. Es ist Vormittag, ich muss beten. Es ist abends, ich muss beten. Wenn Beten für dich ein Programmpunkt ist, hat das noch viele Verbesserungsmöglichkeiten. Wisst ihr, beten, ein Leben mit ihm, wo man auch mal ihm Danke sagen kann, wenn irgendwas Gutes um die Ecke kommt, wo du sagst, oh, das hat jetzt richtig gut getan. Oder auch ein Problem. Wisst ihr, das ist ein Leben miteinander. Und das ist wirklich eine tolle Sache, wenn wir mit ihm leben. Kommen wir zu der fünften Wahrheit für Heilung, Vergebung, in Vergebung wandeln. Und da muss ich mich wirklich zusammenreißen, dass ich es kurz mache, weil da kann ich wirklich einen halben Tag drüber reden, weil das ist ein Hauptschlüssel für Heilung. Vergebung ist ein Schlüssel zur Wiederherstellung der Gesundheit und Ganzheit deines Körpers. Aber der andere ist schuld, der hat und der tut. Und wenn du sehen würdest, wie er und so weiter, das ist laut Bibel nicht dein Problem, sondern dein Problem ist vergeben. Vergebe denen, die dir Unrecht getan haben. Schließ die Tür für den Feind zu deinem Leben. Wenn du Menschen vergibst, egal ob sie es noch tun oder nicht tun, das, was sie Übles tun, wenn du Menschen vergibst, schließt du für dich die Tür zu, dass der Feind Anrecht an deinem Leben hat. Wisst ihr, sonst geht es die ganze Nacht, wenn ich den nochmal sehe. Dann sage ich dem erstens, zweitens, drittens. Und wenn er so reagiert, gehe ich zum Rechtsanwalt. Und wenn er das macht, dann so und so weiter. Wir hatten mal einen Fall, wo wir es geschrieben bekommen haben. Da haben sie sich gegenseitig die Blumen abgeschnitten im Garten. Von einem Nachbar zum anderen Nachbar. Das ist nicht Vergebung. Gott verlangt von uns, anderen zu vergeben, damit uns vergeben werden kann. Und wir haben so viele Heilungszeugnisse, wo Menschen sagen, ich habe mich durchgerungen. Wisst ihr, vergeben, du kannst jetzt sagen, ich vergebe dem. Es passiert nichts. Nein, mit dem Herzen vergeben. Und wisst ihr, vergeben ist auch vergessen, ist weg. Und nicht irgendwo in einem Jahr wieder sein, ja, aber weißt du noch früher? Und du, und weißt du mir nicht? Vergeben ist ausgelöscht. So macht Jesus. Er hat dir vergeben. Und wenn du zu ihm kommst und die Vergebung da ist, ist nichts mehr da. Wenn dann der Feind kommt, wenn der Feind kommt und sagt, ja, der hat auch früher Drogen genommen und die hat früher das und jenes gemacht, sagt er, guck, alles steht nichts mehr da, es ist weg. Und so sollen wir auch unserem Nächsten vergeben und das bringt Heilung. Uns ist geboten zu lieben und da möchte ich mich gar nicht lang verweilen, ihr kennt das, liebe deine Feinde, liebe die, die dir übel tun. Das ist schwierig, du musst ja ihnen nicht flattieren oder nicht, sondern ihr Lieben, das ist ein ganz anderes Ding, wie die Welt miteinander umgeht. Unversöhnlichkeit ist ein Haupthindernis für Heilung. Und jetzt kommen wir zu der sechsten Wahrheit. Fürchte dich nicht, liebe stattdessen. Angst ist die Standardwaffe des Feindes, mit der der Feind kommt und dich abzuhalten möchte, abzuhalten, an Gott zu glauben. Angst, ja. Heizung kann man nicht mehr bezahlen, das kann man nicht mehr, das nicht mehr und jenes nicht mehr und Angst.
Es gibt Tatsachen, die schwierig sind. Und wo wir auch, die wir hier vorne stehen, manches wirklich unter die Füße bekommen müssen. Was alles an Kosten auch auf einem zukommt und so weiter. Aber ihr Lieben, Angst ist nicht die richtige Waffe. Die ist die Waffe des Feindes. Angst bringt Zweifel in unseren Geist hinein. Hat Gott wirklich gesagt? Kennt ihr diesen Satz aus der Bibel? Hat Gott wirklich gesagt? Und ich glaube, diese Schlange hat dich auch schon am Ohr gekitzelt. Hat Gott wirklich gesagt, dass er mich versorgt, wenn ich jetzt kein Geld gerade habe? Hat Gott wirklich gesagt, dass er mich versorgt, wenn jetzt meine Arbeitsstelle gekündigt wurde? Hat Gott wirklich gesagt, er ist mit mir? Er hat es gesagt und er wird es auch sein. Glaube nicht den Zweiflern. Gottes Liebe ist unsere Waffe im Kampf gegen die Angst. Nicht, ihr Lieben, Gottes Liebe, nicht unser Mut. Hab Mut und alles wird gut. Oh, das reimt sich sogar. Ja, oder hab mehr Kraft. Ja, wir brauchen Kraft, wir brauchen Mut. Aber ich sag dir, das, was die Liebe Gottes in dir, durch dich tut, das kannst du nicht mit irgendwas anderem vollbringen. Fange an zu lieben und die Angst schmilzt weg. Fange an zu lieben. Dort, wo Angst ist, fange an zu lieben. Du sagst, das passt nicht zusammen. Dort, wo Angst ist, einfach zu lieben. Ich sag dir, probier es aus. Die Angst schmilzt weg. Richte deine Gedanken auf Gott und die Angst muss fliehen. In 2. Timotheus 1 steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, Gott hat dir das gegeben. Wir haben die Wahl, wir können uns für Glaube entscheiden, wir können uns aber auch für Angst entscheiden. Aber in Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das möchte ich mal so stehen lassen, auch der Zeit wegen, weil ich möchte noch Nummer 7, die Wahrheit Nummer 7, sagen, was darüber erzählen. Das Vaterherz. Stellt euch mal vor, das hat mich schon zu Tränen gerührt. Du darfst zu deinem Heiler Vater sagen. Zu deinem Heiler, unser Vater in dem Himmel, der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist, wir wissen die heilige Dreieinigkeit, die das überbringt. Du darfst zu deinem Vater, zu deinem Heiler, wir heilen nicht oder nicht irgendwelche Predigten oder Formeln oder Lieder, nein, der Heiler, der Vater im Himmel, du darfst Vater zu ihm sagen. Wisst ihr, nicht irgendwo Guru oder Meister oder irgendwie was, was ja alles auf dieser Erde auch gibt. Alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm, dem Vater des Lichts. Seid ihr aber schockiert? Stimmt's? Das kommt von ihm. Heilung heißt es in Matthäus 15, Vers 21. Heilung ist das Brot der Kinder. Und gibt es hier, die Kinder Gottes sind? Ja, das ist auch eine Aussage aus der Bibel, auch eine Verheißung. Heilung ist das Brot der Kinder. Suche mit ganzem Herzen deinen Platz, den der Vater für dich in seinem Herzen bereithält. Und du sagst vielleicht, oh, die Millionen Menschen und noch mehr auf der Erde, die haben nicht alle Platz im Herzen des Vaters. Oh ja, da hat noch viel mehr Platz. Suche in der Gemeinschaft deinen Platz im Herzen des Vaters. Da ist Heilung. Da für Geist, für Seele und für Leib. Dort wirst du feststellen, dass dein Herz auf einmal lebendig wird. Ihr Lieben, jeder von uns hat ein Hobby, denke ich mal. Und wir haben viele Dinge, die nicht so schön sind wie das Hobby, aber die wir tun müssen. Aber kommen wir
irgendwo ins Gespräch über unser Hobby, dann fangen wir an zu leuchten und auf einmal erzählen wir und sind begeistert und so weiter. Mir geht es so gerne, wenn ich über Lobpreis machen rede, über Musik und dann sagt oftmals das Vis-à-vis, wow, das muss dein Ding sein, da glänzen deine Augen. Und ihr Lieben, das ist das, was wir wirklich mit dem Vater erleben können. Du wirst feststellen, wenn du deinen Platz, nicht den Platz als Christ, sondern deinen persönlichen Platz im Herzen des Vaters gefunden hast, wirst du ein Leuchten haben, wirst du sagen, boah, ich habe das gefunden, wo ich schon lange gesehnt habe. Und das ist mein Wunsch, dass ihr das heute findet, falls ihr es noch nicht habt. Nicht Christ sein, ich glaube, das sind alle hier, aber den Platz finden, wo es einfach heißt, ich bin bei dir. Das sagt Gott und das darfst dann du auch sagen. Dein Herz möchte mit dem Herzen des Vaters kommunizieren. Mit dem Herzen des Vaters. Dein Herz mit dem Herzen des Vaters. Amen.